Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich werde es mal starten, ich habe es mir schon heruntergeladen, Vollbetreiber machen und zack. Jetzt kann es losgehen. Noch ein paar Sekunden warten, bis es hochgeladen ist. Na, komm schon, da. Da sind wir. Okay. Bestätigen. Gut. Erstmal hier die hier abschließen. Fertig. Machen wir gleich die nächste Forschung rein. Kämpfe, Gebiete. Station. Schneller bauen. Ach, geht erst ab Level 9. Dies kann ich machen und das. Starten. Oh, kann ich nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Dann schauen wir mal woanders nach. Und da Kämpfe. Das. Ja, das passt super. Keine Beschleunigung. Und was können wir bauen? Das verbessern. Okay. Abholen ist immer gut. Ach, jetzt produziere ich endlich auch diese Kristalle. Endlich! Hab ja letztes Mal die beiden Gebäude gebaut. Und dann knüpfen wir uns mal die täglichen Ziele vor. Okay. Gewinne an Macht, indem du Forschung. Achso, Forschung ist schon im Gange. Was ist denn hier? Da leuchtet auch noch was. Neu, alle neu. A-Team, B-Team. Aber da ist mal nichts. Ich wollte auf die Tagesqueste gehen. Wo waren die gerade nochmal? Da waren die. Tagesqueste. Okay. Immobilie eines Feindes. Okay, erweitere deine Station durch den verbesserten Modul. Okay, eins wird aufgebaut, das zählt dazu. Jetzt noch vier Stück. Wie lange dauert das? Modul? 12 Minuten. Ist kein Problem. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber dann mache ich das nachher noch schnell fertig. Dann haben wir
Leistungsprüfung, verbessertes offizieller Umgang. Effizienzfähigkeit zu erhöhen. Also, ich muss den Offizier verbessern. Ist das nicht? Ah doch, zweimal. Nein. Und 800. Nochmal. Jetzt wartet er auf eine Beförderung. Okay, da brauche ich 20 solche Splitter. Jawohl, ein Meilenstein. Die beiden sind in Gange. Forschung muss ich 3 abschließen und davon 5. Gewinne an Macht, indem du die Forschung abschließt. Machen wir ja auch. Allianz, Solidarität, unterstütze deine Allianz. Oh, ich bin ja gar nicht mehr in der Allianz drin. Die haben mich geschmissen. So eine Schweinerei. Beitreten. Hamburg Allianz. Helfen. Allen helfen. Ja, okay, wenn keiner da ist, den ich helfen kann, dann kann ich die Quest auch nicht machen. Öffne kostenlose 4 Stunden Container. Muss leider noch einmal warten. Das wird der hier dann. Ärgerlich. Nein, ich möchte warten, bis ich sechs. Ist ja egal. Einer kostet 20, 3 kosten 60, 5 kosten 100. Ist alles das gleiche. Warum soll ich dann warten? Das sind die Splitter oder Karten. Gut, besiege 10 feindliche Schiffe auf Level 10 oder höher. Meine Güte nochmal. Jetzt wollen sie es aber wissen. Gut, aber ich hatte nur noch die Quest, aber es ist nie das Main. Besiege 10 Feinde auf Level 6 oder höher. Fangen wir damit erstmal an. Da ist mein Planet. Sieht genauso schön aus wie die Erde. Ich brauche Level 6er. Er sagt, ich kann das Schiff aufwerten. Verbesserungen. Aufstufen. Besserungen. Ja.
Das geht nicht. Maximale Stufe erreicht. War das das, was man mit Geld kaufen muss, die Währung? Nein, das sind Schiffs-EPs, gut. Der ist erst Level 5. Oh. Okay, das war's. Kapitän, die beiden und der Porter. Okay, das ist so gerade. Dann kommst du halt da rein. Bestätige. Super. Dann kann ich halt nur mit denen fliegen, aber ich suche Level 5er. Die Galaxie, wo ist sie? Da ist sie. Wollte ich da nicht wegfliegen? Kurs. Eine Minute bin ich da. Da fliege ich da. Fliegen wir mal nach Risa. Das System zeigen. Da. Sechs. Angriff. Ja, obwohl. Es sind nur noch 9 Stück. Angriff. Sieht auch noch alles gut aus, mein Schild und meine Energie. Perfekt. Fliegen genug sie mal rum. Oh, da, ein Sechster wieder.
Gut, dann gehen wir wieder zum Schiffchen. Also wie viel müssen wir noch machen? Schön. Verlege eure Station im System auf Level 6 oder höher. Ungebetene Gäste, besiege noch 3 Stück, besiege 10 Feinde auf Level 6 oder höher. Das muss ich viermal machen. Ei, 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 ei. Orten. Dann ist noch ein Sechser. Jawohl. Jetzt haben wir das einmal geschafft. Ah, jetzt kommt die nächste Quest. Besiege den nausikanischen Söldner. Ich werde erstmal dahin verlegen. Achso, Station verlegen. Orten. Das ist ein Warp. Test Level 1. Der ist nicht mehr im Warp drinne. Ist er. Dann einmal scannen und angreifen. Besiege Murk. Aber wo ist Murk? Aber alles kaputt machen hier. Ja, die nächste Quest abgeschlossen.
Und die nächste Quest fertig. Folge den Warpspor des Händlers. Warpspor. Spor. Wo ist denn der Händler? Orten? Los. Schon wieder im Warp drin. Dass die ganze Zeit an hin und her warpen. Cool, wie die Galaxie sich hier so bewegt, ja. Sieht cool aus. Ja, das Spiel gefällt mir, obwohl ich gar kein Star Trek-Fan bin. Ach, den habe ich jetzt schon. Ist ja nett. Ich glaube, jetzt kann ich den aber nicht ins Schiff reinsetzen. Denke ich mal. Und mein Schiff orten. Oh, ist ja immer weiter weg. Da hätte ich auch eine Quest. Aber man weiß mal, die schnell fertig. Oh, hier ist ein Gildenmitglied. Warum fliegt er nicht die Strecke hier lang? Ach so, die wäre länger. So. Komm, 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 noch eine Minute. Die sind auch noch am Produzieren. Ah, den kann ich öffnen. Halten, halten, orten. System zeigen. Da. Dahin fliegen.
zu 16 Tagen. Siege 15 Feinde auf Level 8 oder höher. Okay. 15 Stück. Hier sind Level 7er. 6er. Das sind 8er. Oh, meine Energie ist auch nicht mal gerade die stärkste. Probiere ich erstmal so einen Kampf. Schauen, wie viel Energie ich dabei verliere. Wir müssen in der nächsthöheren Galaxie rein, weil hier sind ja wirklich nicht viele. Das heißt, Galaxie, wir sind in 7, ich müsste in der 8 dann rein. Oh, ist so rot. Okay, im Warp wahrscheinlich deswegen. So, eine neue Galaxie, hier war ich noch nicht in. Wie ist das? Suil. Nein. Da geht's schon los. 15 Stück. Können wir 9 auch besiegen? Bestimmt. Ich muss sagen, mach diese Quest noch fertig. Oder ich warte, bis mein Schiff zerstört ist. Und jetzt sind es noch 7 Stück. 9. Berechnen kann das kleinen Vorteil. Oh, ich glaube, ich kann noch einen besiegen, da muss ich mich reparieren gehen. Ah. Dann krieg ich die Quest doch nicht fertig.
Oh, noch. Der Neuner macht immer so viel Schaden, okay. Das war auch ein bisschen mehr gewesen. Einer geht vielleicht noch. Ein Achter. Und dann werde ich mal aus Sicherheitsgründen nach Hause fliegen. Oh ja. Und Rückruf. Weg ist er. Dann warten wir noch mal schnell, bis er zu Hause ist. Station verlegen. Anhaltende Stille. Verbesser auf 9. Besiegen feindlichen Captain. Ah, das ist genau bei mir in der Basis. Das ist so nice. Das gestrandete Außenteam von Marlock Celestia 2 ab. Orte das Schiff der weiß man nie, wie lang die Quest ist. Obwohl, drei Felder nur. Das ist nur eins. Na egal. Kommt bestimmt drauf an, da kommt bestimmt so eine Frage und da musst du antworten. Und je nachdem, wie du antwortest, geht der Questverlauf weiter. Denke ich mir mal, dass sowas ist. Ah, okay, das ist Hause. Reparieren. 8 Minuten. Jetzt kann ich nichts machen. Deswegen will ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Oh, mein Ticket noch abholen. Und bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.